at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah.
Hi Leute, willkommen zu Resident Evil. Mit dabei ist der Jens. Moin moin. Genau, und wir zocken das alte, neue Resident Evil im Koop auf der PS4. So wie wir das auch bei Outlast gemacht haben über Shareplay. Ganz genau. Und zwar, wie man jetzt hier sieht, das ist, so wie es aussieht, ist das auch die Importierung vom GameCube. Und das sind übrigens deine Speicherdinger. Du kannst nur an der... Farbbänder, ne? Genau, du kannst nur an der Schreibmaschine speichern. Ja, ah, okay. Und teil dir die Dinger ein, denn du kannst halt, ich meine nicht... Also im Original war es so, du konntest nicht so oft speichern. Du hattest dann meistens immer 2 oder 3 gefunden, die hast du gesammelt. Mhm. Hast sie dann in die Kiste gelegt und hast dann halt, später, wenn du speichern wolltest, hast du sie aus der Kiste geholt und hast dann so weiter gemacht. Ah, okay. Ne? Und wir haben uns für Chris entschieden. Genau. was man vielleicht im Intro gesehen hat, das sah ganz anders aus. Liegt einfach daran, dass du jetzt hier irgendwie zwischen 2 Outfits wählen kannst. Ja, dem neuen und dem alten halt. Und dem alten, genau. Von 96. Und... Was hast du? Okay, du hast ein Messer, gut. Ja, aber hier werden ja gar keine Tasten angezeigt, ne? Ja. Jetzt hier angenommen, ich stehe jetzt vor der Tür, da wird gar keine Taste jetzt zum Öffnen angezeigt. Das gab's damals 96 auch nicht. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt hier tun muss, wenn da so ein Vieh vor mir. Das Ding ist, die Steuerung, die müsste so sein wie 96. Das heißt, um zu zielen, müsstest du L2 gedrückt halten. Mach mal. Oh, das ist die Karte. Ja, ich habe jetzt R2 gedrückt. Gut, das, ja, da das kommt ist, dann die Karte, ja. Genau, R2 ist die Karte. Drück mal L2. Da passiert nichts. L1. Gut, ah, okay. Das ist deine Kampfhaltung. So, das heißt, ah, dann so, okay. L1 und R1. Siehst du, und das musst du dann halt machen, wenn ein Zombie kommt. Sie ist von der anderen Seite, okay. Ja? Nachteil wiederum ist auch, es gibt später eine Szene. Also die gab es im Original, ich weiß jetzt, ich habe zwar dieses Remake auch gespielt, aber später genau in diesen Raum musst du und dann musst du Klavier spielen. Die Jill kann das, Jill kann Klavier spielen, nur ja. Wir nicht. Das heißt, bei uns läuft das alles ein bisschen anders jetzt. Es ist jetzt nicht wie Resident Evil 2. Hätten wir jetzt mit Jill gespielt, wäre Wesker weg gewesen. Aber Barry wäre da gewesen. Das heißt, du hättest dann aber auch schon eine Schusswaffe gehabt. Die kriegst du später erst. Ich habe ja so ein Symbol aufgesammelt, ne? Wie kann ich das denn genau. Jetzt hier reintun? Wieso? Muss das da rein? Ja, guck mal, was hier stand. Die Tür ist verschlossen, ne? Und dann weiter. Ich habe ja eben oben am Kamin so ein Symbol eingesammelt. Ja, du hast... dann geh mal in dein Inventar. Ja, wie komme ich da rein? Dreieck. Okay, ich habe ein Symbol. Ja, was ist denn da drauf? Verwenden. Ne? Also das normal brauchen sie jetzt nicht, okay? Ist so prüfen. Dann kannst du das halt drehen und wie so. Wie sieht denn das aus? Das ist ein Kreuz, okay? Wo hast du das nochmal her? Das hast du aus dem Kamin genommen, glaube ich. Ja, genau. Ne? Ja, ne, das brauchst du später. Das ist ja weil jetzt oben war noch eine Tür, da... Genau, das ist ja jetzt hier der Nachteil. Geh den Gang mal jetzt erstmal komplett hinten runter. Genau. Warte mal, das war die Tür hier mit dem anderen Symbol, oder? Das passt aber noch nicht. Ein Rüstungssymbol. Ja. Oh. Mal gucken, ob ich das da reintun kann. Ne, normalerweise macht er das automatisch. Der sagt, dann wollen sie das verwenden. Dann gehe ich nochmal ganz zurück und guck nochmal, ob da noch ein anderes... Geh mal geradeaus. Theoretisch Symbol müsste da ein Zombie sein. Oh. So, und den messerst du jetzt. Okay. Das sind... Kindheitserinnerung, 96. Ja, da war ich gerade mal 3 Jahre alt, ne? Ja. Das war jetzt nicht so. Aber den messerst du jetzt. Nein, du kannst geh weg. Mit dem Steuerkreuz nach oben und dann dann machst du halt Richtung Kopf. Ja, und jetzt, wenn er am Boden liegt, musst du nach unten machen. Das ja, also okay, der ist tot. Bist du sicher? Nein. Nein. Ja, was muss ich denn drücken? Ja, du musst ihn erstmal wegmessern. Ja, ich muss ihn erstmal wegkriegen, ne? Kann ich ihn jetzt hier irgendwie... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Geh mal raus. Geh wieder in den... Oh, super. Danke für den Erfolg. Jetzt geh mal an die Leiche. Durchsuch den mal. Ja, wie denn? Mit X. Ah, okay.
Hält er etwas fest, ja? Okay, Ein ein Film, Film. okay. Boah, wo du den anguckst, ich habe keine Ahnung. Also, dann gehen wir wieder in die Empfangshalle. Ja, warte mal. Also, wenn ich jetzt so drücke, dann. Ja, und du musst dann, wie gesagt, wenn du im Kampfmodus bist, du kannst dich halt nicht bewegen. Du kannst dann halt nur nach oben und nach unten machen. Ah, das war mit den Pfeiltasten, okay. Wie mit den Pfeiltasten. Ja, mit den, also mit der Pfeiltaste nach oben kann ich dann nach oben hauen, ne? Und Womit mit der Pfeil. läuft der? Läuft der mit dem Stick oder läuft Ja. der? Ne, Genau. geh erstmal in die Empfangshalle. Ich glaube, da liegt eine Waffe. Hätte man auch direkt machen können, das heißt. Ja, jetzt wieder zurück, ne? Ja, du gehst zurück in die Empfangshalle. Jetzt die Türe rechts hier. Ah, okay. Ja. Und du musst halt gucken, guck mal, wie deine Gesundheit ist. Ja, wo kann man das sehen? Im Inventar. Dreieck, ne? Da oben links. Inventar. Warnung, okay. Ich habe ja nichts, ne, zum Nee, Heilen. nee, nee, Ne. nee. Gut, dann geh da raus und dann geh erstmal in die Empfangshalle. Bing, bing. Oder liegt hier noch irgendwas? Da hast du das Ding ja her. Da Genau. musst du später ein anderes einsetzen. Ja, ich meine, jetzt müsste eine Cutscene kommen. So. Ja. Wesker? Oder? Ja. Jill? Alle sind weg. Das hätten wir eigentlich direkt machen können. Also du hättest, wir Ja, ich hätten wusste ja gar nicht, dass theoretisch, wir auch zurückgehen ja, können. ja doch, du musst ja später noch hier die Treppen hochgehen. Siehst du, hättest du einen Zombie auch so töten können. Aber wir haben jetzt den Erfolg Warte bekommen. mal, wo liegt denn jetzt die Klammer hier? Die liegt doch da am Teppich, immer da, wo es blinkt. Ja, da, also die Grafik, die ist ja, also ich bin ganz anderes ist gewohnt, ne? So. Oh mein Gott, das ist halt Aufnehmen. schon was älter. Ja, ich habe zwar auch früher eine PS1 gehabt, ne? Aber. Da sah das Spiel noch schlimmer aus. Okay. Warte mal, habe ich jetzt die Pistole in der Hand? Nein, immer Okay, noch gut. das Messer. Du Wo gehen wir hin? gehst erstmal ins Inventar und wählst die Pistole an. Ja, aber wieso? Dann hast du die Pistole. Ja, aber wenn jetzt nur so einfache Gegner kommen, die haben Ja, doch nur wenig Muni, oder? aber nach, du kriegst schon deine Munition. Okay. Ne? So, was könntest du machen? Du könntest mal gucken. Lauf erstmal einmal links unter der Treppe hindurch. Hier? Ist egal, ob du jetzt von rechts oder von links. Geh mal da runter. Oh Gott. Geh weiter, geh weiter. Okay, da ist auch noch die Türe. Gut, geh weiter. Die ist zu, ne? Du Dann geh mal wieder kommst. hoch, ne? Du kannst jetzt mal gucken, ob du links da in die Türen reinkommst. Hier die, oder? Naja, ja, such dir was aus. Nein. Okay, ein Anhelmsymbol. Gut. Dann nimm die daneben. Genau, die müsste auch sein, ja. Wenn du die Pistole hast, dann schießt du einfach. Wenn du später die Schrotflinte hast, dann kannst du nach oben zielen und dann kannst du den Kopf wegknallen. Ich habe Angst. Ne, brauchst du noch nicht. Schieb mal die Kommode da weg. Andere. Von der anderen Seite. Hä? Einfach nur, ich glaube, gegenlaufen war das. Ich muss jetzt erstmal wieder hier runterkommen, so. Ah, einfach gegenlaufen. Okay. Es Sollen kann wir da direkt sein. reingehen? Ja, aber hallo. Jetzt gehst du da rein. Es kann sein, dass da hinten ein Zombie ist. Aber hier ist doch irgendwas drin, oder? Ja, Kann man das das. untersuchen? Nein, dafür brauchst du später was, um. Ich bin mir Okay. nicht mehr sicher, was es war. Geh weiter. Ja, also dieser Kamerawinkel, ne, der ist ja total verwirrend. Das war damals so. Ja. Guck mal, drück mal. Ah, da liegt was. Okay, da hast du ein Ja, nimm mal mit. Dolch. Ah, ja. Und da könnte man was lesen, wenn man denn Lust hat. Ja, verteidigen. Controller. L2. Beenden. Kann sein.